Okay, ich werde mit euch jetzt hier den schönen Rehrücken am Rückgrat auslösen. Das Schöne ist, bei uns im Restaurant kann man sich ganze Rehrücken bestellen, am Tisch drangiert. Das geht los ab 2 Personen. So ein Rehrücken ist jetzt für 6 Personen, da kann man sich das vorstellen, getrittelt. Dann sind das schöne Portionen von unserem Dreh. Als erstes lösen wir die Fillets aus. Die kann man schön hernehmen, wenn man zu Hause irgendwie einen Feldsalat macht oder so. Fillets anbraten, bloß nicht wegschmeißen. Ne? Die sind ganz zart, ganz wertvoll. Wäre schade drum. Immer wichtig, Messer schräg halten und an der Silberhaut langfahren. Ne? Genau. So. Ich persönlich fahre direkt am Rücken lang. Also Messer leicht schräg, ans Rückgrat halten, bis zum Knochen runter. Einfach langziehen. Und schon ist es schon am Rücken ausgelöst. Wichtig beim Rehrücken ist, der hat hier so eine Welle. Hier ist eine Welle, da muss man einmal drüber, weil wenn man das zu großzügig abschneidet, hat man wahnsinnig viel Verlust am Rücken und das wollen wir nicht, ne? Genau. Dann wird das einfach wieder an den Rippen nach unten geschnitten. Und fertig ist der ausgelöste Rehrücken. Und hier ist dieser Hügel, den ich meine. Das geht einmal runter, mit dem Messer rüber und dann schneiden. Wenn man sofort schnell runterschneidet, verliert man locker 20%. Genau. Dann nimmt man das Ganze, sprich unten rein in die Silberhaut, Messer schräg nach oben, Silberhaut abziehen. Ich gehe mal noch mit den Fingern unten rein und dann zieht man die Silberhaut ab, kein Fleisch dran. Nicht das Messer nach unten, dann schneidet man ins Fleisch rein, sondern Messer immer leicht nach oben und dann ist das eher ein Abziehen als ein Schneiden. Wieder in die Silberhaut rein, Messer geht leicht nach oben und dann ist es einfach nur ein Ziehen. Hier auch unter die Silberhaut weiter, das ist richtig, auch wenn hier viel Fleisch dran ist, darunter ist die Silberhaut. Wenn man das mit der Silberhaut schneiden würde, braten würde, ist es nachher einfach zäh und kann man nachher schön hernehmen für einen Soßenansatz. Gibt guten Geschmack. Da, überall Silberhaut, sieht man, oben das Fleisch drüber. Muss trotzdem ab. Man könnte sich die Arbeit machen, könnte sagen, man zieht jetzt das Fleisch separat von der Silberhaut noch ab. Ist dann ganz abgefahren, wenn man irgendwie Weihnachten sagt, man macht Wildfrikadellen. Ja, kann man die Haut, kann man das abziehen. Hat dann nur das Fleisch und kann sich das sammeln, wenn man viel Reh hat, oder? Frikadellen, eine Farce, Suppeneinlage und. So, alles Silberhaut ab, bis es wirklich blank ist. Großartig. Schöner Bock, der war nicht zu klein, nicht zu groß. Schöner Rücken. Also ich portioniere jetzt hier den Rehrücken. Ich gebe immer zwischen 140, 150 Gramm. Das muss jeder für sich selber so ein bisschen abmachen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, der Gast ist zwischen 140, 150 Gramm. Machen wir kein Food Waste, nichts kommt zurück, der Gast ist happy, alle sind satt. Das sind jetzt ungefähr, ja, das könnte man sogar fast 4 Portionen machen. 1, 2, 3. Ja, die sind schön dick, die sind ein bisschen größer. Das sind sogar 4 schöne Stückchen. Ne? 1 braten wir. Wir braten das Reh jetzt an. Ich habe meine eigene kleine Gewürzmischung. Ich nehme so ein bisschen Meersalz und gestoßenen Wacholderbeeren. Öl in die Pfanne. Da brauchst du gar nicht so viel. Viele lassen das immer im Öl schwimmen. Das braucht das gar nicht. Reh würzen. Man sieht, das ist relativ grob Wacholderbeeren, dass das ein bisschen Struktur hat. Scharf anbraten. Dann machen wir ein bisschen Rosmarin, Thymian dazu. Wird auch in Scheiben geschnitten oder angestoßen. Das muss jeder für sich selber ein bisschen abmachen. Dann locker Butter dazu. Butter ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Butter. Das gibt immer noch den extra Pep. Genau, dann auf Blech. Ganz wichtig, die Kräuter mit dazu und drauflegen. Knoblauch dazu, Butter, Öl, alles Geschmack. Und dann ab in den Ofen. 160 Grad. 8 Minuten.
Jetzt machen wir einmal Apfelspalten dazu. Apfel und Reh, die verstehen sich gut. Die könnt ihr halbieren, nochmal halbieren, nochmal halbieren, auch mit den Kernen. Das ist gar kein Problem. Dann schneidet ihr mit einem Turniermesser das einmal das Kerngehäuse raus. Vorne ab, hinten ab. Und dann in die Mitte einmal rund turnieren. Und fertig ist das Hexenwerk. Einmal Kerngehäuse raus. Vorne ab, hinten ab. Dann die Schale einmal abmachen in einer halbrunden Bewegung. Und schon sind die turniert. Ich würde pro Teller immer drei machen. Drei ist eigentlich so die Zahl. Das sieht halt immer gut aus. Wenn man zwei macht, das sieht ja zu wenig aus. Vier ist zu viel. Drei ist pro Portion eigentlich immer eine gute Anzahl. So. Genau. Die turnierten Äpfel. In der Pfanne, wo wir von das Reh angebraten haben, braten wir auch die Äpfel an. Sofort nach dem Bearbeiten sofort anbraten, damit sie nicht braun werden. Einmal heiß machen die Pfanne, ein bisschen Butter rein. Die Äpfel dazu. Einmal mit anbraten, dass sie den Geschmack mit annehmen. Mit Calvados ablöschen. Je nach Bedarf und Stress im Alltag kann es auch ein bisschen mehr sein. Oder ein Calvados vorher probieren. Ja, schöne goldgelbe, braune Farbe. Den Sud ein bisschen einreduzieren lassen. Und dann sind die Äpfel schon fertig. Genau, jetzt haben wir das Reh drin angebraten, die Äpfel drin angebraten, da ist viel Geschmack. Die Pfanne haben wir immer noch nicht weggemacht. Jetzt tun wir ein bisschen Tomatenmark mit rein. Rösten das gleich mit an. Ist auch gut für zu Hause, brauchen wenig Pfannen. Tun ein bisschen Preiselbeer mit rein. Preiselbeer. Das funktioniert sehr gut mit dem Wild. Und löschen das Ganze mit Rotwein ab. Das wird einreduziert. Eine angedrückte Knoblauchzehe mit rein. Rosmarin, Thymian mit rein. Um ein Drittel einreduzieren lassen, also wenn man ungefähr 60 Milliliter reinmacht, auf 40 runter reduzieren lassen. Muss aber nicht genau sein, das ist so eine ungefähre Maßangabe. Das geht halt darum, dass sich die Röstaromen von der Pfanne lösen und der ganze Geschmack in die Soße mit übergeht. Wir kochen aus den paar Röhren, die wir vorhin hatten, kochen wir mal einen braunen Soßenansatz. Damit gießen wir normal alles auf. Ne? Das einreduziert, brauner Fond aufgießen und auch das Ganze wieder auf ein Drittel einreduzieren lassen bis zur gewünschten Bindung. Fleisch ist fertig. Das tun wir mit zu den Apfel. Lass uns kurz ein bisschen ruhen. Jetzt der Fleischsaft, der ist total im Struggle, 160 Grad. Fleischsaft, der kocht. Der muss jetzt ein bisschen ruhen, der muss sich ein bisschen entspannen. Herausforderung ist, wenn man aus dem Ofen das Fleisch nimmt, das aufschneidet, platzt die ganze Soße da raus und du hast ein trockenes, zähes Stück Fleisch. 2-3 Minuten ruhen lassen. Nachher ziehen wir das nochmal ganz kurz durch Butter, servieren, fertig. Okay, als nächstes braten wir die Pilze an. Wir haben Pfifferlinge, gerade absolute Saison, gerade mit dem Wetter in Hamburg, Regen, Sonne. Pfifferlinge wachsen gut. Steinpilz-Saison, das überschneidet sich immer ein bisschen mit den Pfifferlingen, deswegen sind die auch mit dabei. Und Shiitake sind einfach in meiner Welt lecker, die gehören mit dazu. Genau, okay, die braten wir einmal an. Dazu nehmen wir uns wieder eine große Pfanne, diesmal eine frische. Die machen wir uns mittelheiß. Pilze brauchen nicht so viel Hitze. Kleines bisschen Öl rein. Beim Pilz darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Der nimmt erst Öl auf und wenn er fertig ist, gibt das wieder ab. Man sieht, dass umso heißer das Öl wird, umso mehr verläuft es, wenn es nachher wie Wasser ist. Kurz vom Rauchpunkt und dann kommen die Pilze rein. Von jedem so ja, eine halbe Handvoll, ja, zwei Pilzsorten zusammen, eine Handvoll. Ich habe die Pilze einfach nur geviertelt und schräg runtergeschnitten. Bloß nicht zu klein machen. Das schmeckt nachher nicht mehr. Das ist keine Haptik im Mund. Das ja, soll ja auch Spaß beim Essen machen.
Genau. Wir schwenken die. Jetzt würde ich die Zwiebeln reinmachen. Ich tue mal ganz gerne rote Zwiebeln rein. Die sind ein bisschen milder. Die weißen Zwiebeln, die sind immer so ein bisschen scharf. Das macht so mal den Pilzgeschmack kaputt. Keine Schalotten, die sind dann wieder zu mild. Einmal durchschwenken. Wer noch möchte, kann sich ein bisschen Schnittlauch oder Frühlingslauch nehmen und reinmachen. Mache ich jetzt nicht. Das ist so lecker genug. Bisschen Salz rein. Und mehr brauchen die Pilze gar nicht. Das ist die Dauphinmasse. Dauphinmasse sind durchgepresste mehlige Kartoffeln mit Brandmasse. Brandmasse ist Wasser, Mehl, Kopftuchbohnen abgebrannt, vermengt, Ei dazu, fertig. Ist gar kein Hexenwerk, aber super lecker. Dazu zwei Löffel, zwei gleich große. Gut wäre, wenn die ein bisschen geölt sind. Dann kann man eine schönere Nocke machen. Einmal durchziehen. Und dann einfach über die Kanten ziehen. Und dann hat man eine schöne Nocke. Die ins Ölbad lassen. Das gleiche nochmal. Über die Löffelkanten brechen. Dann sollte das eine schöne Nocke geben. Ins Ölbad rein. Und für 3-4 Minuten backen lassen. So, 2-3 Minuten rum. Und wenn sie fertig sind, die Dauphin-Kartoffeln. Pommes Dauphin. Die sind außen jetzt schön gebacken und drinnen ganz, ganz, ganz fluffig. Super lecker. Fleisch hat genug geruht. Einmal ein bisschen Arrosionsbutter. Kräuter dazu. Auch gerne die Kräuter aus dem Ofen, die wir vorhin noch hatten. Kommt nichts weg. No food waste. Damit das Fleisch auch richtig warm ist. Schön übergießen mit der heißen Butter. Dann karamellisieren die Kohlenhydrate auf dem Fleisch nochmal. Das Fleisch kriegt noch einen besonderen Glanz, besonderen Geschmack. Bloß nicht zu heiß machen, schön mittelheiß, damit die Butter nicht verbrennt. Wenn die so leicht köchelt, ist das hervorragend. So können Sie Butter auch 3, 4, 5 Mal hernehmen. Ohne Probleme. Wunderbar. Dann gehen wir zum Anrichten. So, zum Anrichten. Dauphinkartoffeln. Ja. Dann unsere Pilze. Ich tue die ein bisschen mehr in die Mitte, dann kann man das Fleisch nachher besser präsentieren auf dem Teller. Die Äpfel werden einfach noch gut düngend draufgelegt. Genau, und das Fleisch halbieren wir noch. So, jetzt gucken wir mal, wie gut wir gearbeitet haben. Schön schräg schneiden das Fleisch. Und dann sieht man wunderbar medium, keinen grauen Rand, kein Fleischsaft, der raustritt. Das Fleisch ist schön warm. Schön präsentieren. Und die Soße nappieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt es nachkochen oder wenn ihr halt Fragen habt, Wünsche, Sorgen, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich erkläre euch das mit dem Reh. Keine Scheu, kommt ins Lehmsaaler, kommt zu mir und fragt einfach. Also, bis dahin, guten Appetit. Danke. So, hier ist unser wunderbarer rosa gebratener Rehrücken aufgeschnitten. Und natürlich können Sie diesen auch im Ganzen bei uns bestellen. Und nun, liebe Hamburger, liebe Golfer, liebe Hotelgäste, wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ihr Lehmsaaler-Team. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de